zusammen, freue Nacht. Ich habe gehört, dass wir heute mit Happy sehr viele Backtracking und Nebendinge machen werden. Schicke Waffe, hattest du die letzte Mal auch schon? Ja. Dann habe ich nicht drauf geachtet. Das ist eine Illusion, das ist eigentlich nur ein Hammer. Illusion! Ja, so wie meine Schultern und meine Füße auch. Genau, über meine Ausrüstung, meine gesamte Ausrüstung ist auch eine Illusion. Ach ja, Nebenaufgabe neue. Kasparov, was willst du denn haben? Was willst du? Oder schnürt dir den Beat für ein Experiment? Ein Auftrag, den ich sofort ausführen muss. Worum geht's denn? Was soll das sein? Was willst du? Sprengstoff müssen sie haben. Ja, wir haben bereits ein bisschen Dynamit. Reicht das? Explosion in einem Blastfeuerlos. Und ist das auch wirklich sicher? Nein, Chick, das ganze Haus wird jetzt in die Luft fliegen. 3, 2, 1. Das sind nur 3 Stangen, die man muss. Ja. Richtige Verschwendung. Naja. Naja, wird schon schief gehen. Ja, ja. Das kann nicht sein. Was soll das? Ja. Jetzt kann man bei Dalit. Und da schon nutzen. Kann man Gegenstände in Komponenten. Ach, ihr redet noch. Achso. Ich danke. So, jetzt darfst du reden. Mister, ich muss mal unterbrechen, selbst in einer Titan-Quest. Tut mir leid. Komm, jetzt war Dale zu Gegenstände in die Luft jagen für Komponenten. Ja. Die Montage. Dass die Montagequest ermöglicht ist, dir unerwünschte Gegenstände in ihre Komponententeile zu zerlegen, die dann für die Herstellung verwendet werden können. Samt Dynamit 17. Müssen wir jedes Mal auch Dynamit benutzen. Das kann auf Dauer teuer werden. Digga, wenn jemand jetzt irgendwie aus irgendwelchen Gründen Dynamit im Angebot, was er nicht hat. Nun, leider nicht. Das heißt, wir müssen dann immer wieder in die Mine runter. Oder die Monsterhelden. Oberhalb der Minen von ihnen töten. Also Lieutenant der Banditengruppe. Also die töten manchmal Truppen, die dann Dynamit. Ja. Und noch eine Sache. Kopfgeldtisch. Kopfgeldtisch. Wir haben jetzt einen Ruf. Devil's Crossing. Wir haben jetzt genug Rufpunkte, also Ruflevel, um den nutzen zu können. Wir können maximal 5 Aufträge pro Spielsession aufnehmen. Das ist der Limit, leider. Oh. Vermutlich wegen der Gegner-Spawns. Deine Hilfe ist für Devil's Crossing von unschätzbarem Wert, aber es gibt immer noch mehr zu erledigen, um den Überlebenden zu helfen. Dann schauen wir uns mal das Kopfgeld an. Einer von Cronys nächsten Lakaien wurde in den Four Hills gesichtet. Er heißt Rostov, die Ätherflamme. Wenn jemand zu weit oben in der Befehlskette gesehen wird, könnte sich die Gang auf die Mobilisierung vorbereiten. Rostov sollte eliminiert werden, ehe er ihren Plan ausführen kann, egal welche sie sich ausgedacht haben. Jeder, der ihn aufspürt, erhält als angemessene Belohnung einige unserer erbeuteten Materialien. Okay. No. Hast du angenommen? Im Gegensatz zu normalen Quests sind Kopfgelder wiederholbar. Jede Fraktion bietet dir bis zu 5. Und da ist der Text einfach weggegangen. Danke auch, Spiel! Ich wollte das noch zu Ende lesen! Naja, du kannst eigentlich in den Journal
Lass uns Journal öffnen und dann. Das ist Journal. Genau. Oben links mal Fragezeichen, kannst du dann nachsehen. Oben links. In manchen Quest-Journal kannst du ganz links die Fragezeichen anklicken. Das sind die Tutorials. Oben links ist nix. Echt nicht? Mach's aber mit S. Ne, das Fähigkeitsfenster. Mit Q. Quest-Fenster auf. Dann hast du verschiedene Tabs da oben. Ja, wir brauchen Nahrung. Genau, und Nahrung. Ganz links ist ein Fragezeichen. Kannst du draufklicken, das sind die ganzen Tutorials. Jetzt kann man. Das muss jetzt immer finden. Da Kopfgeld. Mir sagst du, normalen Quests sind Kopfgeld nicht auf einmal pro Charakter begrenzt. Die Fraktion wird dir bis zu 5 Kopfgelder pro Spielsitzung anbieten. Und du wirst Kopfgelder vorfinden, die du schon in vorherigen Sitzungen erfüllt hast. Genau. Pro Sitzung immer wieder dieselben Aufträge essen. I trust that you're handling everything all right. Das ist immer dein Mann. Ah ja, man kann nur wechseln, wenn. Noch viel weiter Stück annehmen? Kannst du den nächsten Kopfgeld immer drücken? Zeichen. Nimm mal so viele an, wie du möchtest. Der NPC ist gerade im Gespräch mit einem anderen Spieler. Okay. Das ist ein Tisch. Ich habe gerade angesehen. Du hast bereits ein Kopfgeld für Devil's Crossing angenommen. Genau. Ich kann nur vom Tisch weggehen, weil ich schon mein Kopfgeld angenommen habe. Okay, dann kriegt wohl jeder ein eigenes Kopfgeld. Ich habe Helly und die Ratte. Eine Ratte. Achso, okay, dann kriegt wohl jeder Spieler individuell an Kopfgeld Aufträge. Ratte. Ich weiß aber, die Ratte. Du bist doch jetzt hier für Backtracking verantwortlich. Genau. Du kannst Sprengstellen, wo du hingehen wolltest mit Chicken. Zuerst mal in das Dorf, da war ja Info und Sprengstelle. Na egal, laufen wir hoch ins Dorf. Sich gerne die 7-Meilen-Stiefel. Wow! Na, no, machen wir schon mal die Viecher. Oh, keine Sorge, wir kriegen jetzt aber keinen Erfahrungsboost, wenn die unter unserem Level sind. Boost, das sehe ich da gerade. Wir kriegen keine Erfahrung, keine Rufpunkte, wenn die unter Level sind, die Gegner. Oh. Hier vorne, zu mir. Ja, mach die Schaufel fertig, gehört es. Dann bin ich ja egal. Hinten erstmal die erste Sprengstelle. Ich will raus. Genau. Anscheinend wird dieser Weg durch einige Felsen blockiert. Nicht mehr lange. Du hast Dynamit. Sogar 2 Stück wollte da haben. Gefährliche Domäne. Genau, wir sind Hochlevel-Gegner. Die sind, müssen hoch genug sein, die zu erledigen. Oh, Leiche. Da oben war ein zweiter, ja. Die fehlt mir ungeschützt. Oh nein, ich bin ungeschützt. Oh nein. Aber Hauptsache, was im Hof, die Sprengstelle ist immer noch da. Ja, ist leider nicht. Heißt das, in unserer nächsten Sitzung wird die sprengbare Stelle spawnen? Oder können wir sie wieder sprengen? Möglicherweise nicht. Oh, Albtraumkriecher. Nee, Spinnen sind Albtraumkriecher. Aber ist hier nur Säure. Nichts zu stoppen. Ach, da. Da haben wir schon mal was. Ein Reisender. Und dein Rucksack. Der verkohlen ist. Mhm. Ach, da oben ist ein Steinchen. Ein Steinchen.
glaube, zum Gamot treten. Eichensteinhaufen. Wo ist es denn? Jetzt habe ich das Namen verloren. Ah, Jane gibt jetzt. Oh nein. Ich habe nur einen Baumstamm umgetreten und plötzlich war der Weg war. Ja, du hast den Baumstamm drauf gemacht. War nicht lange bis drüber. Oh. Das war ja Kratz, Baumstamm. Ah, die können ja immer noch kratzen. Abkratzen. Oh. Oh, hab das jetzt halt gesucht. Da hinten euch. Ach, hier große Gegner. Hm. Um sie zu essen. Was? Fest können doch keine Schaben. Müssen nur genau Dreckslechter. In seinen Äuglein, die rumfliegen und uns angreifen. Nein, kein Auge! So, zwei. Gegenstände gedroppt. Kannst du das sehen, oder? Oh, kommt noch was im Boden. Alles genügend. Eine Baustelle. Ah. Drecks Runenstein. Genau. Runenstein in Drecks Leib eigene dabei hatten. Am Rand befindet sich eine Inschrift. Obwohl die drei jetzt einig sind, war es nicht immer so. Der Hut vor der Macht des anderen. Stritten sie sich in den ganzen Kairen, in der verheerenden Demonstration ihrer unheimlichen Macht. Berge zerfielen und Flüsse ändern ihren Lauf, aber dem Sieger erschien kein Gott. Götter gibt es nicht. Der verborgene Weg von Dreh. Wie kommt man in dieser Bastion der des Wissens, irgendwas ich gerade der Wüste sah. Bald, aber nicht jetzt. Sucher der Wahrheit, du hast deinen ersten Schritt auf deinem Weg zur tieferen Wahrheit gemacht, so wie es unzählige Brüder und Schwestern vor dir taten. Der Weg, der vor dir liegt, ist tückisch. Nicht türkis? Du wirst für eine Handlung verfolgt werden von den kaiserlichen Luminari-Hunden gejagt. Werden wie ein Nagetier beharrlich weiterzumachen. Die Prüfung zu bestehen, die unsere Schutzpatronen bestanden haben, das ist der wahre Weg zur wahren Macht durch das unheimliche Reich. Du stehst vor dem Schrein von Dreg, dem ältesten der drei Hexengötter. Der große Wächter wollte alles wissen, Wahrheit hinter dem Schleier sehen, der uns alle blendet. Aus Arroganz oder vielleicht Weitsicht. Hallo Blitz. Ignorierte er die alte Warnungen. Hör auf zu blitzen. Und warnenden Worten seinerseits. Dreh griff in seine Schleier und sah die Arbeit der Götter selbst. Wegen seiner Selbstüberschätzung wurde er blind. Oder vielleicht lag das auch, weil zu viele Blitze. Aber genau in dem Moment wurden ihm seine Augen wirklich geöffnet. Als er der wilden Magie des unheimlichen Reichs ausgesetzt war, wurde er für immer verändert. Grausame Stacheln durchbohrten sein Fleisch, ätzendes Blut tropfte bis in alle Ewigkeit aus den eiternen Wunden. Was von jenseits des Schleiers zum Vorschein kam, hatte wenig Ähnlichkeit mit dem Mann, der hineinging. Dreg war wiedergeboren. Ein Gott! Dreg wacht jetzt über uns alle. Sein einzigartiges Auge durchdringt unsere Seelen. Und sieht uns als die, die wir wirklich sind.
Vor dem großen Wächter zu stehen ist eine unvergleichliche Ehre. Seine Stimme zu hören ist ein Segen des Himmels. Wenn du wirklich seine Aufmerksamkeit verdienst, folge dem Weg der drei. Reise ins zerstörte Land jenseits der akovianischen Grenze, wo Harpien das Fleisch der Unwürdigen fressen. Suche nach einem Weg, der von einem Fels blockiert wird. Wenn du Drakes Nachricht überbringst, wird sich der Weg vor dir öffnen. Genau. Jetzt müssen wir jeweils einen Runenstein pro Hexengott suchen. Alle drei haben kryptische Nachrichten, wo man das Heiligtum der drei Götter finden kann, draufgeschrieben. Also im Grunde sowas wie eine Schnitzeljagd? Genau. Zum Beispiel das Wort Flüsse auf dem ersten Stein. Das ist eines dieser Nachrichten. Genau. Ich wollte mich schon wundern. Also auf jedem Stein so ein vorgehobenes Wort aufgeschrieben, das die Position des Heiligtums der drei Hexengötter aufdecken soll. Also verborgene Nachrichten. So, jetzt mal jetzt abklappern und so. Keine Sorge, ich weiß ja, wo die ganzen Steine sind. Oh, da ist. Und das Heiligtum. Aber es war wirklich alles zu nebenwert oder langweilig, oder? Und ein interessant aussehendes. Ja, das ist ein Schrein. Das ist ein Schrein. Schlauch und Dreck soll das sein, weil da oben die Augen sind. Hey, das ist Ainui! Das ist ein Teil von Ainuis Mauer! Fast. Ja, der sieht aus ein bisschen wie Ainui. Ich weiß, aber soll der Dreck sein, weil die Augen um sich herum hat und oben das ein glitzende. Soll Dreck darstellen. Halloween. Hallo, hallo, Halloween. Den darf ich auch mal wieder in den Hintern treten. Hat überhaupt einen Hintern? Ja, jeder hat einen Hintern. Das Halloween hat einen dicken Hintern. Ja. Das Halloween ist ein Kiesel. So, es war die erste Sprengstelle, jetzt die zweite. Das ist in der überfluteten Passage. Überflutete Passage. Gut. Morden jenseits der Brücke. Also im Nordosten. Rift in der überfluteten Passage. Das ist in Richtung Dorf, wo wir die Kühe besiegt haben. Oder? Genau. So auf dem halben Weg. Friedhof, fallende Felder, Bodybank. Außenbezirke von Burbage. Außenbezirke von Burbage, das rechte neben dem Schrein. Genau. Geht nicht mal dran! Wenn man mit dem Cursor rüberfährt. Was ist das denn? Was? So. Größer. Größer ist wohl verarscht. So, jetzt müssen wir ganz nach links. Nach links. Genau, dank der Mauer. Ja, wenn sie versperrt wird, danke auch. Lol. So, jetzt aber hier nach links. Weg mit euch! Ah, ist ein Monster. Noch Abkampf dagegen. Ja, ist ein Monster halt. Monsterheld. Jetzt ist da mal ein Monsterheld. Gibt da ein bisschen Loot und Geld. Kann man nie genug haben. Ja. Besonders wenn man ein Museum leitet. Pinchins. So. Hier schon mal die nächste Sprengstelle. Drei Stück will er jetzt haben. Wow. Alter, die werden ja immer hidden in the flooded passage da oben geschafft, wollen sie. Genau. Die wollen immer mehr Dynamit haben. So, es sind noch zwei Sachen. Wow. Das sind überall Untote jetzt.
und tote Geister. Da kommen noch mehr. Besiegen. Oh, jetzt sind schon Level über 30. Egal. Ja, das ist eigentlich kein Problem. Wie die sich von hinten anschleichen. Nee. Du hast einen Chicken anschleichen. Du hast auch 50 Meter entfernt gesehen. Ich nicht. Ja gut, ich war näher an denen dran, das Chicken. Oh, Hey. Ich muss einen neuen Helm anziehen. Hier dauert es noch ein bisschen. Helmi. Warte, was brauche ich? Was soll ich für Konstitution? Eine türkische Domäne. Langsamer, sonst selbst gegen Chaos. Was? Also eine Zaubergeschwindigkeit langsamer. Okay, wir brauchen noch ein bisschen mehr. Wie viel fehlt denn noch? Verlangsamt. Da minus 5% Laufgeschwindigkeit. Danke aufs Spiel. Für 15%. Für 15% mehr Widerstand gegen gegen alles, was es verlangsamt und ein. Ne. Zu Stein stand lässt oder verheißt. Spiel, damit hast du nicht gerechnet, ne? Dass ich einfach so Sachen habe. Alles gehört. Machst du fertig. Jetzt kann ich doch meinen neuen Helm tragen. Hey. Oh, da muss er. Stormshriek elektrisiert. Also ganz weiter. One, chill hard. Interess halt die ganze Zeit. So ein bisschen mal sterben. Danke. Wow. Ja, neue Hosen. Morgen. Das heißt, morgen hat es mich warten lassen. Ja, das ist schön. Das heißt, morgen ist es gebracht. Das ist sehr schön. Hab jetzt schöne Sachen. Ja, das heißt, morgen ist es gebracht. Dadurch haben wir schwere Inzige-Generationen für uns alle. Armbrust. Neues Schwert. Puh, plus 1193 Schadenspunkte. Braucht dafür Stufe 30. Oh, 3 Labs dafür. Oh. Der Mate. Also, das Ding ist übelst mächtig. Was ist mir denn erwähnt hier? Okay, wait. Achso. Wait. Ich dachte, du wärst fertig. Nein. Okay. Chicken bleibt stehen. Ich dachte, sie ist fertig. Plus 127% physischer Schaden. Ach du Schande. Okay. Hätten hier sich überkotzt. Ich nicht. So viel kotzen, dass schon Blut gespuckt wird. Gut. Letzte Woche. Ja, ich weiß. Ich glaube, Dienstag war das. Ja. Natürlich an dem Tag, wo ein Held zur Wirbelsleistung kam. Ja. Jetzt aber 25. Ja, noch zwei Labs, dann nächstes Mal schön ein neues Schwert auspacken. Aber jetzt Rohan Schwert. Ach, Tour. Ein Schwert. Ach, du bist voll. Mach doch gar nicht mehr tragen. Loot, ey. Wir sind alle voll. Ob das vor allem Vollpfosten? So, nächstes Mal Curtis erhöhen. Ja, Grolle. Ach, was soll man. Rülpse. Curtis, Rülpse. Apokalypse.
Das Spiel hat zu viele Ladebildschirme. Habe schon gemerkt. 50% aller Thumbnails für Videos nur Ladebildschirme. Ja. Ganz verstanden. Bisschen weniger durch mehr Schaden. 36. Na, verkaufe ich das mal. Wenn was drauf? Nein, gut. Schilder, nein, danke, brauche ich nicht. Gift. Nee. Ein Gift. Nee. Muss nicht sein. Ich die Konstruktion für. Dann hat sich das erledigt. Mehr Schaden pro Sekunde. Ich hab jetzt zweimal die gleiche Waffe. Was ist eine epische. Eine epische Waffe oder? Ja. Na, das ist halt wie ein Dankwest. Das sind unterschiedlichen Werten. Bitte. Eine hat 80% Schaden. Mehr Wundschaden. Blutungsschaden. Die Werte da ganz unten sind gleich. Es ist klar. So wenige Schaden, aber das hier jetzt. Was ist vollständig? Come see what's left of what wears. I will spend. Das ist es. Unheilige Inschrift. Signs of War, Gewalt, mehr Blutschaden, physisch und Schaden. Unheilige Inschrift. Ich passe da oben hin. Zeichen des Reises. Zeichen des Reisen. See anything you like. Zeichen der Illusion. Ring und Amulett. Das müsste neu sein. Zeichen Illusion, ein Symbol der Macht, das in vielen Inschriften benutzt wird. Plus 3% Elementarschaden, plus 3 Geist, plus 8 Verteidigungsqualität, plus 0,3 Energieregeneration pro Sekunde. Hm.
Achso. Hey, ich wollte gerade fragen, wieso habe ich nur 3 Mana-Tränke, aber oben sind die. Ja, das sind dein gesagter Stachel. Gesagter Stachel herstellen. Nein, leider nicht. Hey, don't get killed out there. Brüchte, Vögel, Massflüssigkeiten, gezachten Stacheln, dein uraltes Herz. Massflüssigkeit, Lebenskraft, Schaden, Befall, dein angeschadeten Leben gewandelt, Gesundheitssituation. Ich hab 2 von 3, Teilkomponente, gezackte Stacheln. Schlimm. Auch nämlich ganz Komponente, aber das kann man später noch irgendwo finden. Hast du nicht noch einen in deinem Karawanen-Schmuggler-Typi? Safe Storage. Sag doch Stachel. Was war das denn? Du brauchst nur einen von 3. Oh, ich hab 2 von 3. Ich brauch auch ein uraltes Herz. Ja. Okay, die Anfänge wurden wie. Was ist denn los? Uns gegenseitig ausgecancelt. Ich drücke auf Ja und dann ist abgebrochen. Was soll das? So, Handel. Hä? Schon wieder aus. Ach du. Javin Leck. was stimmt da nicht? Hallo, Spiel. Auf den Boden schmeiße, siehst du es dann? Bei mir hängt das Spiel. Ich glaube, ich stürze gerade ab. Ich habe schon rausgeschmissen. Das heißt, es ist weg.